Ay Dios mío, das müssen sich zumindest die Spieler von Villarreal gedacht haben, nachdem sie nach dem Spiel nochmal nachgeguckt haben, wie Luis Schaub auch zum Ende der vergangenen Saison drauf war. 3:0 im letzten Testspiel der Saison. Wir sprechen heute drüber und wir sprechen vor allem darüber, ob wir auf diesem Platz am gestrigen Tag die Startelf für den kommenden Samstag gegen Elversberg gesehen haben. Ich bin extrem gespannt darauf, wie ihr das Ganze gesehen habt. Sage ich aber natürlich auch meine Meinung und das und mehr in diesem Video. Viel Spaß! Wenn es euch gefallen sollte, wenn ihr gegebenenfalls auch vor Ort wart, dann lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr das Spiel gesehen habt. Lasst natürlich ein Like da auf dieses Video und abonniert den Kanal kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Auf Instagram könnt ihr mir auch gerne folgen. Da habt ihr auch gesehen, ich war gestern selber nicht vor Ort. Das lag daran, dass mein Schwiegerpapa in Spee Geburtstag hatte und dementsprechend hatte ich familiäre Verpflichtungen, die aber auch sehr, sehr schön waren, natürlich aber noch davon so ein bisschen verschönert wurden. Quasi das Icing on the Cake, das Hannover 96 ist ein Testspiel gegen Villarreal, gegen ein Team, das vor 2 Jahren im Halbfinale der Champions League noch den FC Bayern rausgehauen hat. Im Viertelfinale, fairerweise muss man dazu sagen, dass die Europa League vor nicht allzu langer Zeit gewonnen hat. Gegen die gewinnen wir mit 3:0. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, fairerweise, das hat man ja auch schon gegen Köln im Test gesehen, Villarreal ist noch nicht so weit in der Vorbereitung wie wir. Die La Liga startet am 13. August, das heißt 2 Wochen später als die zweite Liga. Das heißt, sie sind logischerweise noch mindestens mal 2 Wochen hinter 96, was Fitness etc. angeht. Aber das war auch spielerisch in vielerlei Hinsicht wirklich, wirklich gut. Und es war jetzt auch nicht so, wenn man sich die Aufstellung anguckt, mit der Villarreal da angetreten ist, dass die irgendwie groß ihre Stars geschont hätten. Also Parejo zum Beispiel hat gespielt, Gerard Moreno hat gespielt. Das sind alles beim besten Willen keine Luftpumpen. Also die wissen schon, wie man gegen den Ball tritt. Und das hat 96 allerdings auch eindrucksvoll bewiesen, dass man das selber auch weiß. Insbesondere das zu Null ist natürlich sehr, sehr schön. Es gab ein, zwei Gelegenheiten, insbesondere zum Anfang der Partie. Ziel hat aber wieder einen fantastischen Tag einfach gehabt, hat alles rausgehalten, was ging. Ich habe auch gehört, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, ich habe die Highlights gesehen, aber Phil hat wohl einen sehr guten Tag gehabt, aber auch Brooklyn Eze, der ja auch ein Tor vorbereitet hat von Luis Schaub, hat sich wieder sehr stark gemacht. Vorne Schaub müssen wir gar nicht drüber reden. Teuch hat da auch eine große Chance, die er da liegen gelassen hat, aber das war wohl alles in allem sehr, sehr gut. Und wie gesagt, gerade wenn man auf die Elf guckt, die dann von Villarreal auf dem Platz stand, in der zweiten Halbzeit wurde ja, meine ich, einmal komplett durchgewechselt, da sind auch 2 Tore gefallen, fairerweise. Aber da sind ja auch in der ersten Elf, schon in der ersten Halbzeit, vorne, wie gesagt, Gerard Moreno gewesen, dann Mojica, dann Capoue, der ist auch wirklich, der hat bei den Spurs, meine ich, doch vorher gespielt, muss ich mal noch kurz live nachgucken, ich meine aber, der war bei den Spurs irgendwann mal, genau. Dann Parejo, Manu Trigueros, auch ein absolut fantastischer Mittelfeldspieler, also wirklich ordentlich Qualität auf dem Platz. Issa Mandi in der Verteidigung, heißt der Issa? Issa, auch gut. Kiko Fernandes außen, wirklich, das ist schon beeindruckend. Und als ich die Startaufstellung gesehen habe, mit der die antreten, mit Alfonso Pedraza auch auf der linken Seite, dachte ich mir im ersten Moment, okay, vielleicht sollte man das jetzt nicht zu sehr überbewerten, wenn wir hier auf eine Mütze bekommen. Ich habe immer noch diesen Gedanken im Kopf. Ihr kennt das von mir, wenn 96 in Führung geht, ist mein erster Gedanke meistens gut. Wenn wir jetzt ein Gegentor bekommen, dann verlieren wir nicht. Ich bin dann auch aus den Abstiegssaison geprägt. Und auch aus der Rückrunde, muss man ja fairerweise mal dazu sagen. Es war aber überhaupt nicht so. Also wie gesagt, es war ein Spiel, nicht mal auf Augenhöhe. Ich würde wirklich sagen, dass 96 die bessere Mannschaft war und das muss man erstmal machen gegen so ein Team. Unabhängig davon, an welchem Status die in der Vorbereitung sind. Und natürlich war 96 auch vor heimischem Publikum bei der eigenen Saisoneröffnung ein bisschen motivierter. Aber das ist schon wirklich toll. Und auch Stefan Leitl hat das so zusammengefasst. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Hat danach eine Partie gesagt. Insbesondere freue ich mich natürlich für Schaub, dass der seine Form aus der Vorbereitung bestätigen kann, aber auch aus der vergangenen Saison. Ich habe unter der Woche relativ viele, weil ich meine Startelf quasi prognostiziert habe, ich habe relativ viele Nachrichten bekommen, wo Schaub nicht in der Startelf war. Und ich konnte es nicht so richtig nachvollziehen. Also wenn es momentan in meinen Augen einen Starter gibt, ab Mittelfeld nach vorne, der zu 100% safe ist, dann müsste das eigentlich Luis Schaub sein. Anders kann ich es mir auf jeden Fall nicht erklären. Vielleicht seht ihr es ganz anders, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber er hat halt eben wieder 3 Hütten gemacht. Und das muss man ihm definitiv mal hoch anrechnen. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Wenn man sich seine Leistungsdaten aus der vergangenen Saison anguckt, auch zum Ende hin, war das ja auch über jeden Zweifel erhaben quasi. Das kann gerne so weitergehen. Ich habe gerade mal parallel nachgeguckt. Villarreal hat unter anderem auch 6:1 gegen St. Gallen verloren. Am 15.07., also vor einer Woche. Hat aber auch gegen Alltag zum Beispiel 3:0 gewonnen. Also es ist nicht so, dass die jedes Spiel abschenken würden. Und beim besten Willen nicht. Es war jetzt natürlich nicht so, muss man fairerweise dazu sagen, dass Villarreal komplett chancenlos war. Das hat man ja auch in den Highlights gesehen. Also da gab es schon einige Gelegenheiten, die sie liegen gelassen haben, weil Ziel einen guten Tag hatte, weil vielleicht auch ein bisschen Unvermögen im Abschluss dabei war.
Aber das macht nichts, weil das ist trotzdem was, was dir Selbstbewusstsein gibt, wenn du gegen so eine Mannschaft zu Null spielst. Diese Fehler darfst du dir natürlich nicht erlauben. Und das ist ja letzte Saison auch eines der großen Themen gewesen, dass wir häufig einfach zu viele Gegentore bekommen haben. Ich erinnere gerne an dieses Spiel gegen Paderborn, wo wir 2-0 führen nach 5 Minuten oder sowas und das Ding am Ende 4-3 verlieren und relativ schnell auch im Rückstand liegen. Das geht halt einfach nicht. Und das ist auch gegen Elversberg, die ein kleiner Gegner sind, sicherlich, die auch qualitativ nicht vergleichbar mit Villarreal sind, offensichtlich, ein riesiger Faktor meiner Meinung nach. Weil wenn du das zu läppsch angehst oder wenn du da zu locker reingehst, dann haben die da vorne auch Spieler, die dir wehtun können. Rochel zum Beispiel oder auch Farke, den sie jetzt ausgeliehen haben. Da muss man aufpassen. Aber ich bin wirklich optimistisch, dass gerade durch die starke Offensive man vielleicht auch, wenn es defensiv noch nicht hundertprozentig rund läuft, das kompensieren kann. Marcel Halstenberg hat in dem ersten Test quasi gespielt. Es gab noch einen Test der B-Mannschaft von Villarreal, weil die in kompletter Montur quasi, also erste und zweite Mannschaft angereist waren. Da hat auch Halstenberg gespielt. Da hat 96 2-0 verloren. Er wurde aber auch später dann im Test eingewechselt. Das heißt, er hat zwei Spiele an einem Tag sozusagen gemacht, was aber auch gut ist, weil er muss sich ja noch näher ranspielen. Auch Leipzig als Erstligist ist natürlich in der Vorbereitung nicht so weit gewesen, wo er ja zuletzt war, wie 96. Das Trainingslager bei denen ist jetzt gerade zum Beispiel erst losgegangen. Das heißt, er muss sich noch rankämpfen, aber ich glaube, dadurch, dass er halt ein gewisses Fitnesslevel hat als Champions-League-Spieler, als Leipziger, als Bundesligaspieler, als ehemaliger Leipziger, wird ihm das recht leicht führen. Das hat er auch gezeigt nach seiner Einwechslung. Er hat nämlich einen sehr, sehr schönen Ball gespielt auf Schaub zum 3-0. Wenn wir chronologisch durchgehen das Spiel nochmal, beziehungsweise uns nochmal genauer die Szenen angucken, dann haben wir da auf jeden Fall ein schönes Kopfballtor von Louis Schaub, wo man sagen muss, Respekt. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt seine Kernkompetenz offensichtlich, aber Eze hat den Ball auch wunderbar reingechippt. Das sah wirklich, wirklich gut aus. Und dann haben wir eben dieses 3-0, was wirklich, ja, was einfach gut gespielt war. Und genau das erhoffe ich mir, ja, weil Halstenberg in meinen Augen fußballerisch nochmal ein ganz anderes Level bringt, aber auch die defensive Stabilität, die mit ihm dazukommt, durch seine Erfahrung, durch seine Fähigkeit, so eine Abwehr zu führen, die finde ich schon wirklich tipptopp. Ich bin gespannt, ob er starten wird. Leitl hat gesagt, er hat natürlich einiges aufzuholen, ist ja auch logisch, ist ja auch richtig, aber qualitativ kannst du auf den meiner Meinung nach kaum verzichten. Ich bin da generell vielleicht ein bisschen kritischer, was das Thema angeht, aber in meinen Augen ist Halstenberg das Upgrade, was wir gebraucht haben. Die Frage ist jetzt nur, und ich habe das gerade auch schon angesprochen am Anfang des Videos, ist das die Elf, die wir jetzt da gesehen haben, die wir auch zum Saisonstart sehen werden gegen Elversberg? Wir haben im Tor Zieler, da müssen wir nicht drüber reden, Phil und dann ja Börner und Eze. Und das sind ehrlich gesagt die beiden einzigen Positionen, bei denen ich, mit die einzigen Positionen, eine gibt es noch, bei denen ich wirklich sage, okay, das wäre krass. Also Börner jetzt nicht unbedingt, weil wie gesagt, Halstenberg ist halt noch nicht komplett da, beziehungsweise noch nicht so lange da. Da könnte man vielleicht die ersten beiden Spiele nochmal so ein bisschen in Anführungsstrichen Gnade walten lassen. Aber Eze hätte ich halt, habe ich ja von Anfang an gesagt, nicht auf der linken Innenverteidigerposition gesehen. Es soll jetzt ja wohl so sein, dass Eze im Spielaufbau auf die linke Seite rückt, Köhn quasi eins nach vorne geht und Christiansen sich in die Abwehr fallen lässt, sodass du dann in einem, jetzt wird es wieder schwierig, das habe ich schon mal versucht und es hat nicht so richtig gut funktioniert, 3-1-3-2-2 spielst. Das müsste richtig sein. Also quasi mit Eze links, Moroja rechts und Besuschkow vor der Abwehr, ne, zusammen mit Christiansen. Davor dann Köhn und Schaub und dann in der Spitze eben zum Beispiel Teuchert und Nielsen, wie es jetzt war. Oder eben Tresoldi. Das funktioniert. Gegen den Ball würde Eze dann in die Innenverteidigung rutschen. Er hat die Physis dafür, er hat die Größe, er hat das Tempo, um auch noch von hinten nach vorne zu ackern. Die defensive Stabilität, das muss man sehen erstmal im Wettbewerb dann wirklich auch. Aber es wäre auf jeden Fall interessant. Es ist bitter für Bright RMB, klar. Aber Eze hat es in der Vorbereitung halt gerade mit seinen offensiven Qualitäten so gut gemacht, dass ich den momentan auch nicht aus der Startelf rausnehmen würde. Und ich glaube, wie gesagt, die Elf, die wir da gesehen haben, die ist schon relativ nah an dem dran, was wir auch gegen Elversberg erwarten dürfen. Im Mittelfeld hattest du dann Christiansen und Besuschkow. Da sind ja auch einige sehen nicht so hundertprozentig sicher. Wir haben natürlich einen Fabi Kunze, der letzte Saison eine Säule war bei uns im defensiven Mittelfeld, der sehr stark war gerade gegen den Ball. Christiansen könnte, es könnte sein, dass er eben so ein bisschen den Rang abgelaufen hat. Er macht einen sehr guten Eindruck nach dem, was ich mitbekomme. Deswegen, da müssen wir mal abwarten, ob Christiansen sich auch festspielt. Ist natürlich aber auch jemand, den Leitl jetzt aus Fürth geholt hat. Den kennt er schon aus der Vergangenheit. Vielleicht ist das so ein bisschen sein Vorteil. Er macht es ja auch gut, kann man nichts gegen sagen. Und Besuschkow daneben, da sind sich viele Fans ja auch nicht hundertprozentig einig darüber, ob sie ihn da gerne sehen möchten. Ihr wisst, ich finde Max Besuschkow super. Er hatte ein bisschen schwierigeres erstes Jahr. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er nach einem Jahr sich jetzt sehr, sehr gut zurechtfindet. Jetzt, wo er sich nochmal mehr eingespielt hat, sich mehr eingewöhnt hat, die Mannschaft besser zusammen funktioniert, weil sie sich besser kennen. Und es ist ja häufig so, dass ein Spieler mal ein Jahr braucht, um sich wirklich in Anführungsstrichen zu qualifizieren und dann wirklich durchdreht. Bei Teuchert war es ja jetzt auch so. Teuchert hat ja nicht von Anfang an, als er von Union kam, vor anderthalb Jahren, direkt geballt. Das kam ja erst im Laufe der letzten Hinrunde. Also auch der hat ein bisschen Vorbereitung gebraucht und ein bisschen Zeit gebraucht, sich anzupassen. Und Besuschkow ist von seinen spielerischen Fähigkeiten her auf jeden Fall jemand, der 96 immer weiterhelfen kann.
Von daher sehe ich den eigentlich neben Christiansen aktuell als sehr, sehr vernünftige Variante, gerade auch fürs offensive Spiel. So, auf der rechten Seite Demuroja, boah, Dem hat jetzt gestartet. Ich glaube, der hat leicht die Nase vorn, aber das ist wirklich so ein enges Duell, da traue ich mir überhaupt keine Prognose zu geben, weil das kann auch auf Wochenbasis ändern. Und dann hast du eben noch vorne Schaub, beziehungsweise Köhn, der ja einen vorrückt dann quasi, bei dem ich, wie gesagt, aktuell auch nicht glaube, dass da irgendwas passiert. Bei Köhn ist das Einzige, was passieren könnte, dass der aus der Startelf rausrückt, dass der noch verkauft wird. Und in der Spitze, und das ist nämlich dann die andere Position, bei der ich sage, ja, das ist so ein bisschen vakant für mich, Nielsen und Teuchert, die jetzt zusammengespielt haben. Wir wissen alle, dass unser Nicolo ein Top-Spieler ist in den Vorbereitungsspielen. Wir wissen aber auch, dass er noch kein Zweitligator hat. Viele hätten ihn sehr gerne in der Startelf und ich kann das nachvollziehen. Einige sagen aber auch, wir wollen den Jungen nicht verbrennen. Ich sage, ich bin ja selber normalerweise kein Fan davon, Talente auf Teufel komm raus in die Startelf zu werfen. Ich sage aber gleichzeitig auch, wie lange willst du noch warten? Der Junge wird jetzt 19, der hat physisch nochmal zugelegt, das sieht man. Der hat sich spielerisch weiterentwickelt, der wird ja auch automatisch besser. Der bleibt ja nicht auf dem gleichen Status stehen wie als Talent mit 17. Der wird jetzt 19, ist ein Jahr vergangen und 2 Monate dann im Zweifel. Er ist ja auch letztes Jahr zum Saisonbeginn dann 18 geworden. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn er reingeworfen werden würde. Und ich glaube, dass der relativ schnell in der Saison, unabhängig davon, ob er startet oder ob er als Einwechsler kommt, dass er sein erstes Saisontor machen wird und dass das ein Brustlöser für ihn sein wird. Und der wird seine Hütten machen. Da bin ich hundertprozentig überzeugt von, weil er hat die Qualität. Man hat in den Tests gesehen, unter anderem auch gegen Duisburg, der hat einfach ein Gespür dafür, wo er hinlaufen muss. Der hat ein Gespür dafür, richtig zu stehen. Der hat ein Gespür dafür, die richtigen Läufe zu machen. Der weiß, in welchen Räumen er sich gut bewegen kann. Der ist immer gefährlich, der ist immer anspielbar, der ist in der Luft stark, obwohl er nicht so groß ist. Der ist am Boden gut, der hat ein gutes Tempo, der hat eine gute Technik. Der hat alle Anlagen, die du brauchst. Und wenn wir so einen Spieler haben im Kader, dann solltest du ihn nicht verschwenden. Aber auch nicht verbrennen. Aber ich bin mir sicher, dass Leite da den richtigen Weg finden wird. Wir haben es in der Vergangenheit ja schon gesehen, der kann mit Talenten umgehen, ja. Und bei Nielsen ist es halt auch so, dass der ebenfalls ja aus Fürth kam. Und da darf man nie vergessen, auch wenn der mittlerweile teilweise als Chancentod deklariert wird und so weiter und so fort. Der hat in der Hinrunde richtig geballt. Der hat 7 Tore, 2 Vorlagen gemacht. Der hatte den gleichen Status quasi wie Teuchert. Nur, dass Nielsen eigentlich noch gesetzter war. Und in der Rückrunde ist er da ein bisschen abgeflacht. Das muss man fairerweise dazu sagen. Aber auch der hat seine Qualitäten und auch der ist gerade in der Luft eine wichtige Komponente, weil der auch bei Standards in der Luft gefährlich ist. Bei Flanken kann der nochmal ein anderes Element liefern als Teuchert. Von daher, ich würde den nicht unterschätzen. Und ich glaube auch, dass wenn Nielsen startet, dass das völlig in Ordnung ist. Ich hätte persönlich aus Sympathie noch lieber Tresoldi gesehen, weil ich den Jungen einfach super finde und weil ich hoffe, dass es seine Durchbruchssaison wirklich werden wird. Aber auch wenn es am Ende dann Howie ist, kann man sich da, finde ich, nicht meckern. Alles in allem war das ein schöner Tag, nochmal ein schöner Abschluss, glaube ich, für die Fans, die da vor Ort waren, die auch nochmal sich Autogramme holen konnten danach, die nochmal sozusagen auch beim Fanfest die Nähe spüren konnten zum Team. Ich glaube, das Team hat sich nach diesem katastrophalen Ende der Saison am letzten Spieltag sehr gut rehabilitiert, hat eine sehr gute Basis, was die Fans angeht und auch der Verein macht gerade in der Markenabteilung relativ viel wichtig und richtig, noch mehr als wichtig. Aber die emotionalisieren, die kriegen die Fans oder die Mannschaft und aktuell hat man das Gefühl, es ist so ein bisschen Aufbruchstimmung in Hannover und das ist eine ehrliche Aufbruchstimmung, weil es gibt immer negative Stimmen, die wird es auch immer geben. Hannover ist halt so ein polarisierender Verein. Aber es gibt auch viele Stimmen, die aktuell im Vergleich zu Vorjahren einfach positiver sind. Und ich gehöre definitiv dazu. Ich versuche immer positiv zu sein, aber meine Euphorie in Anführungsstrichen ist dieses Jahr deutlich größer als im letzten Jahr. Und das, obwohl ich da ja auch schon sehr zufrieden war mit dem Kader, mit dem Trainer. Ich bin weiterhin der Überzeugung, dass wir jetzt nicht das Ziel ausrufen dürfen, dass wir Tabellenzweiter werden. Oder Tabellenerster, eigentlich Zweiter wäre ein komisches Ziel. Aber ich bin auch der Meinung, dass du dich nicht kleiner machen musst, als du bist. Und die Qualität ist einfach da. Kaderanalyse folgt diese Woche noch. Ich habe das ja im Video gesagt, wo ich es kurz angerissen habe. Da sprechen wir nochmal explizit darüber. Generell geht es morgen weiter mit der Kaderanalyse Teil 3, also noch 4 Teams aus der zweiten Liga. Dann geht es am Mittwoch weiter nochmal mit einem Part. Am Freitag geht die zweite Liga los, deswegen am Donnerstag kommt 96 Kaderanalyse und meine Zweitliga-Prognose, die wird auch noch kommen, wahrscheinlich am Freitag, also seid gespannt, es wird eine volle Woche mit Videos und um das nicht zu verpassen, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da, abonniert mich auch auf Instagram, folgt mir auf Instagram, ist das Wort, um nichts zu verpassen und lasst natürlich einen Daumen nach oben da, wenn es euch heute gefallen hat, das supportet mich natürlich sehr, da würde ich mich drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, lasst es euch richtig gut gehen und ich bin raus. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Und